Vogue, vegan, gay, verblendet, realitätsfremd. Ja, was soll ich sagen? Das ist Aljoscha und da muss ich jetzt einfach ein paar Takte mal zu sagen. Und ich hoffe, dass mir doch ein Großteil zustimmt, wie ich das jetzt kommentiere. Natürlich wieder sehr überspitzt, humorvoll, satirisch und mit ganz böser Zunge. Aljoscha, ein Influencer, ein Medienstar, ein YouTube-Star und ein Podcaster, ein Arzt, ich weiß gar nicht, was er noch alles ist, also jedenfalls genug, um hier nicht nur zum einen sehr viel zu jammern und zum anderen hier die Realitäten mal ganz anders darzustellen und ein Framing zu benutzen, das, ja, das ich schwierig finde. Vor allen Dingen, ich bin auch schwul und gut, jetzt nicht vegan und auch nicht so woke, weil auch das gibt es, ja. Man kann trotzdem auch noch an anderen Werten festhalten. Das bedeutet nicht nur, weil man homosexuell ist und dass es nur die Grünen zu wählen gibt oder ähnliches. Da gibt es dann doch noch ein bisschen mehr Auswahl in der Parteilandschaft, würde ich mal sagen. Und man darf da auch anderer Meinung sein. Und das bin ich eindeutig. Und deswegen schauen wir uns erstmal das aktuelle Reel von ihm an. Und dann das aktuelle YouTube-Video. Denn da sind einfach zwei Dinge drin oder ein paar Dinge drin, wo sich meine Nackenhaare einfach jetzt mehrfach aufgestellt haben. Ich gesagt habe, so, jetzt muss ich hier ein Video dazu machen. Ich muss mir jetzt Luft machen und los geht's. Das ist der junge Mann und da hören wir uns mal an. Er hat übrigens auch 7 Jahre im Krankenhaus als Arzt gearbeitet und sich dann aber für das Influencer-Dasein entschieden. Den Wahlergebnis in Brandenburg mitbekommen. Ich möchte mich mit diesem Video vor allem an Friedrich Merz, Markus Söder, Sarah Wagenknecht und Konsorten wenden. Und Konsorten, ja. Also er framet sie schon mal als Mittäter. Also schon mal ein Täterstempel drauf mit dem Wort Konsorten und wirft auch alle schon mal in einen Topf. Ob das jetzt die CSU ist, die CDU ist, die AfD ist, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist. So ist natürlich in seiner Welt und Bubble alles rechter Dreck. Ich glaube, ich muss zur AfD an sich nicht mehr viel sagen. In Teilen gesichert rechtsextrem, gesamte Partei unter Verdacht rechtsextrem zu sein, Verbindung nach Russland, Verbindung nach China. Björn Höcke darf offiziell Faschist genannt werden. Schönes Framing auch nochmal hier. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die ergeben haben, dass diejenigen, die AfD wählen, am meisten unter der Partei leiden würden, weil es eben eine Partei ist, die vor allem Reiche reicher macht. Reiche reicher macht. Okay, also die macht Reiche reicher. Und ja, und was machen jetzt zum Beispiel, was ist mit den Energiekosten zum Beispiel, was die Grünen uns servieren und so weiter und so fort, dass sich, ja, dass manchmal sogar die Nebenkosten einer Wohnung mehr sind als die Mieten. Was ist damit denn? All das ändert nichts an den Wahlergebnissen. Und auch Clips wie diese ändern nichts daran. Das sind wir ja mal froh. Okay, jetzt geht's also hier mit diesem Abschiebesong, den die da umgetextet haben. Ja, weiß jetzt auch nicht, ob man das, also das feiere ich jetzt auch nicht so. Auf der anderen Seite gehen wir hier mal weiter, was im Kontext kommt. Das ist jetzt wichtig, Leute. Oh wei. Also er schneidet hier jetzt ganz bewusst solche Dinge in dieses Reel mit rein. Und obwohl all das über die AfD bekannt ist und sowohl Wahlergebnisse als auch die Entwicklung politisch in Deutschland für sich sprechen, setzt sich eine Sarah Wagenknecht in die Talkshow und sagt: Verlogenste, inkompetenteste und gefährlichste Partei im Bundestag ist in ihren Augen nicht die rechtsextreme AfD, sondern die Grünen. Die Partei, die den Hauptanteil daran hat, das sind die Grünen. Und deswegen sind sie die gefährlichste Partei. Okay. Also auch wieder etwas völlig aus dem Kontext. Wir wissen jetzt gar nicht, in welchem Kontext sie da gefragt wurde, sondern auch wieder so aus dem Kontext gerissen, was ja auch ein Framing darstellt. Friedrich Merz zeichnet rassistische Feindbilder. Friedrich Merz zeichnet rassistische Feindbilder. Wir haben Leute hier in Deutschland, die wir hier nicht haben wollen. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht noch mehr kommen, sondern...
Ja, da hat er recht. Deswegen müssen an den Grenzen diese Flüchtlinge auch zurückgewiesen werden. Jeder, der in Deutschland Asyl beantragt, ist schon mindestens ein Land zu weit gereist. Dass Sie Ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Denn das ist, was aktuell Stimmen bringt, oder? Ach so, das bringt aktuell, bringt es die Stimmen. Wisst ihr, was ich diesen Menschen gerne sagen würde? Ihr tut so, als ob das Wohl der Menschen euch am Herz liegt. In den letzten 24 Jahren gab es 20 Todesopfer durch islamistische Attentate. Oh, ich glaube, da gab es ein paar mehr. Also, er sagt, die handeln jetzt nach eigener Agenda, nach eigenen Dingen, benutzen inflationär natürlich irgendwelche Sprüche, die aus der rechten Ecke kommen. Er selber sieht vielleicht... In der Flüchtlingsthematik sieht er zumindest mal keinen Unterschied, sind es illegale Einwanderer oder sind es Asylsuchende. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ich möchte das nicht schönreden, das ist grausam. Währenddessen haben wir in Deutschland jeden zweiten Tag ein Femizid. Und wir. Okay, was ist mit Gruppenvergewaltigungen, die stattfinden, Messerstechereien, homofeindliche, also schwulenfeindliche, homofeindliche, queerfeindliche Übergriffe und Beleidigungen? Wissen die Ursachen? Es sind nämlich meist Partner. Wieso habe ich euch noch nie darüber sprechen hören? Ach so. Das macht er hier was ganz anderes auf, was, um einfach was reinzubringen, was er vielleicht als wichtig sieht. Wieso ist euch das nicht viel wichtiger, wenn jeden zweiten Tag in Deutschland eine Frau stirbt? 70.000 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen von Alkohol. Wieso redet... Ach so, da wird aber auch drüber gesprochen. Ach so. Ihr da nicht drüber. Und was sagt uns das über Menschen wie Friedrich Merz, Sarah Wagenknecht oder Markus Söder? Wie wichtig kann Ihnen das Wohl von Menschen sein, wenn Sie nur über die Zahlen sprechen, die Ihnen in Ihre politische Agenda passen, weil es rechte Parteien geschafft haben, ein Feindbild zu zeichnen, um den Frust und die Unzufriedenheit der Menschen auf etwas abladen zu können? Ich möchte... Ach so, okay, also da wird der Frust abgeladen, dass er aber hier diese Sachen, die ich gesagt habe, Messerstechereien, Gruppenvergewaltigungen, queerfeindliche Übergriffe, natürlich auch einem ganz bestimmten Klientel zugeordnet wird, dass in der neuesten Kriminalstatistik Migranten überproportional groß vertreten sind. Er macht ja das gleiche Framing, was er jetzt hier in diesem Falle Söder, Merz und Wagenknecht vorwirft. Ich möchte niemandem da draußen den Frust absprechen. Gleichzeitig möchte ich diese Wahlergebnisse auch nicht runterspielen. Denn okay, man müsste aber halt mal in die Debatte anders reingehen, mein Lieber. Das muss ich jetzt einfach auch sagen. Denn wovor haben hier die Leute Angst und wo sehen sie die Probleme? Da gehst du ja auch gar nicht drauf ein. Wir reden hier von erwachsenen, mündigen Menschen, die bewusst eine Partei wählen, die in Teilen gesichert rechtsextrem ist. Und das hat schwere Konsequenzen, vor allem für Menschen, die ohnehin schon Diskriminierung erfahren haben und Ausgrenzung erfahren. Schwarze Menschen, People of Color, Transpersonen, Menschen mit Behinderung, queere Menschen, jüdische Menschen. Queer, jüdisch, ich. Muslimische Menschen. Und das Wo werden denn Muslime ausgegrenzt? Paradoxe daran. Es sitzen in diesen Talkshows Politiker, die extrem viel Geld haben und spielen Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten, gegen Menschen in Deutschland aus, denen es schlecht geht. Es flüchten aber nicht nur welche aus Kriegsgebieten. Moment mal. Wir haben auch in der Migration noch einen ganz anderen Anteil. Es sind nicht nur Asylsuchende. Das heißt, es werden arme Menschen gegen andere arme Menschen ausgespielt von reichen Menschen. Währenddessen werden reiche Menschen weltweit immer reicher und arme Menschen immer ärmer. Und das ist komisch, weil bei dir steht tatsächlich Lautsprecher im Hintergrund von Bauern Wilkins, die knapp 7.000 Euro das Paar kosten. Nur mal so kurz... Mal hier gesagt. Die reichsten fünf Männer haben 2020 ein Vermögen von 405 Milliarden Dollar gehabt, was schon absurd ist. Inzwischen ist es auf 869 Milliarden gestiegen, während die ärmsten fast 5 Milliarden Menschen dieser Welt 20 Milliarden US-Dollar verloren haben. Und das gilt auch für Deutschland. Das Gesamtvermögen der fünf reichsten Deutschen ist von 2020 von 89 auf 155 Milliarden gestiegen. Und... Eine Annalena Baerbock, ein Robert Habeck, die verdienen jetzt alle gar nichts. Die arbeiten alle umsonst, oder wie? Fünf Menschen. Und dann setzen sich so ein paar reiche Menschen in eine Sendung und spielen sozial schwache Menschen gegen andere sozial schwache Menschen aus. Die im Zweifel... Mit welchem Blick schaut er eine Talkshow? ...zweifel noch aus Kriegsgebieten geflüchtet sind. 5 Millionen, die ihr Land
Deutschland verlassen haben, sucht der größte Teil in direkten Nachbarstaaten Schutz. Oft sind Krieg und Gewalt die Ursache, aber auch Verfolgung aus ethnischen, religiösen oder geschlechtsspezifischen Gründen zwingt viele zur Flucht. Ebenso Armut und Hunger, die durch Naturkatastrophen und die Folgen des Klimawandels noch verschlimmert werden. Wer lässt sich hier eigentlich auf der Nase rumtanzen? Mal abgesehen von all dem, was ich gerade gesagt habe, schwanken Flüchtlingsströme zwar je nach Krise, aber es gibt keine Anzeichen für einen langfristigen Aufwärtstrend. Etwa 80-85% aller Geflüchteten bleiben in ihrem Herkunftsland. Auch diese... Okay, oder gehen wieder zurück, ne? Deswegen haben wir ja auch überhaupt keine Probleme mit der Migration hier. Der Wert ist in den letzten Jahrzehnten stabil geblieben. Will das niemand sehen? Terror spaltet durch Angst und Verunsicherung. Und alle, die da mitmachen, sind Teil des Problems. Alle, die da mitmachen. Und dann sehe ich irgendwelche queeren Leute auf Pro-Palästina-Demos. Ihr nutzt das Leid von Menschen als politisches Instrument für eure eigene Agenda, für eure... Aber du framest ja auch hier sehr gezielt und spielst eigentlich eher einer konservativen oder auch einer bösen rechten Seite eher rein mit dem, was du hier sagst, weil du es ja nicht, weil du es ja nur einseitig und aus deinem Blickwinkel heraus, aus deiner Warte heraus betrachtest und viele Dinge einfach unter den Teppich kehrst, die de facto nun mal auch auf dem Tisch liegen. Macht. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, in Worte zu fassen, wie ekelhaft ich das finde und wie sehr... Ja. Ich mir wünsche, dass Menschen anfangen, das zu sehen. Und mir ist durchaus klar, dass es angenehmer und leichter ist, ein Feindbild zu haben, bei dem man das Gefühl hat, jetzt wird alles besser. Denn ich glaube, dass es vielen Menschen wirklich schlecht geht. Aber historisch gesehen haben diese Parteien noch nie zu einer Verbesserung geführt. Ach so, das stimmt. Jetzt, wo er das sagt, der Sozialismus hat auch immer und überall geklappt und... Uns ging es ja noch nie so gut wie unter dieser Ampel. Zumindest nicht für Menschen, denen es jetzt schon schlecht geht. Immer nur für diejenigen, die schon Geld haben, die reich sind. Ich frage mich auch wirklich oft, wie kurzsichtig wir denken, wenn wir kaum noch bewohnbare Fläche haben, wir Kriege führen, weil Wasserressourcen knapp sind, es überall auf der Welt Migration geben wird, aufgrund der Naturkatastrophen, die alle zunehmen, ob wir dann verstanden haben werden, dass man Geld nicht essen kann. Ihr habt sicher von den... Oh, feier. Ja, dass man Geld nicht essen kann, aber jetzt gehen wir mal zu dem Thema Geld und Aljoscha. Da schauen wir mal in sein neuestes YouTube-Video rein. Wie gesagt, er hat Medizin studiert, hat 7 Jahre als Arzt gearbeitet, war bei Queer Eye Germany, einem riesen Flop bei Netflix, ja, vielleicht auch aufgrund der Besetzung, ich weiß es nicht. Es war vielleicht auch ein bisschen too woke, sodass sich auch die ganze queere Community mit keinem einzigen Charakter auch nur annähernd identifizieren konnte. Und mit über 130.000 Abonnenten auf Instagram und YouTube, über 100.000 und einem eigenen finanzierten Podcast von Spotify, ja, der ja exklusiv auf Spotify ist, also damit ist er ja auch absolut mitfinanziert, wenn es diese Exklusivitätsklausel gibt und, ja, ne? Also ist auch ein ganz armer Mensch, ne, von dem wir da sprechen. Schauen wir mal rein, worunter der junge Mann so zu leiden hat. Dass ihr eingeschaltet habt, herzlich willkommen im Safe Space Wohnzimmer eurer Wahl. Ich hoffe... Da seht ihr nochmal diese Boxen, diese 6.500-Euro-Boxen. Wer es nicht glaubt, wartet. Kurz hier, ich habe es rausgesucht. 6.500 € pro Paar. Da kann es einem ja nicht so schlecht gehen. Das ist ein Betrag, den könnte ich nicht für Boxen ausgeben. Es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt schon ein Getränk geholt und es euch gemütlich gemacht. Heute wird das Video wahrscheinlich ein bisschen anders und ein bisschen kürzer, weil ich mir in den letzten Tagen ein paar Gedanken gemacht habe und ich die gerne mit euch teilen möchte. Einfach, weil ich gerne meine Gedanken teile und auch Menschen hier abholen möchte, was irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen abging und was mit diesem YouTube-Kanal passiert ist, was vielleicht noch passieren wird, was nicht passieren wird, also wie es generell weitergeht, weil ich durchaus sehe, dass sich vieles verändert hat. Ich ganz anders angefangen habe. Ich habe über Veganismus aufgeklärt, ich habe zwischendurch Tests gemacht, ich habe über die Themen gesprochen, die mir am Herzen liegen. Okay, das ist ja auch soweit in Ordnung. Ne? Also es sind alles Themen, darüber soll er sprechen, wenn es für ihn auch eine Relevanz und eine Wichtigkeit hat. Mache ich ja auch so. Über Themen gesprochen, die mich selbst beschäftigen, begleiten, wie zum Beispiel meine Kaufsucht. Ich sage ja auch immer selbst. Ach so, die Kaufsucht, okay. Für die Kaufsucht braucht man aber Geld und sollte vielleicht auch ein Stück weit, sollte man sich da bewusst machen, dass man ja ein kapitalistisches System unterstützt.
durchs Wohnzimmer eurer Wahl. Dieser Kanal ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich bin generell sehr, sehr dankbar. Ich bin tatsächlich so ein bisschen aus, sag mal, Zufall mehr oder weniger in diese ganze Reality-TV-Reaction-Sache reingerutscht, weil ich vielleicht selber auch so ein bisschen klassistische Gedankenmuster hatte oder dachte, ihr wollt es nicht sehen. Und hab aber erstaunlicherweise, so wie viele von euch auch, sehr viel Spaß daran gefunden. Ja, er hat so viel Spaß daran gefunden, dass er, als es den Übergriff oder diesen körperlichen Übergriffe, Anführungszeichen, bei Princess Charming gab, dass er wird nie wieder über dieses Format berichten oder weil das geht ja gar nicht und schwuppeldiwupp alle Videos dazu, wo er sich darüber aufgeregt hat und gesagt, er wird nie wieder was dazu machen, sind gelöscht worden, als dann die neue Staffel Princess Charming kam. Also so viel zu dieser, naja, Doppelmoral. Über die letzten Monate gemerkt, dass diese Kombination aus gesellschaftskritischen Kommentaren, aber eben auch Humor und... Stimmt, ich kann so unglaublich viel lachen mit dir. Und Spaß und Verarschen und Einordnen mir so ein bisschen Leichtigkeit in meinen Alltag, in meine YouTube-Videos reinbringt. Und vor allem eine Sache, die mir mit ADHS sehr schwer fällt. Also, kaufsüchtig, ADHS. ADHS habe ich auch. Schwul, vegan, okay. Struktur. In Therapie, hat er auch schon gesagt. Und das war tatsächlich was bei mir zu einem Stillstand geführt hat. Ich habe irgendwann richtig doll Beklemmungsgefühle bekommen, wenn ich an diesen YouTube-Kanal gedacht habe, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Irgendwann hatte ich das Gefühl, die Videos, also die Aufrufzahlen, sind deutlich zurückgegangen, was verschiedene Themen angeht und man konnte das nie so richtig vorhersehen, hatte ich das Gefühl. Und ich hatte das Gefühl... Ja, aber das ist Glückssache, dann gibt es Urlaubszeit. Das haben wir alle gemerkt, also egal mit welchem YouTube-Kollegen ich gesprochen habe. Übrigens, lasst mal gleich ein Abo da, am besten direkt mit Glocke und kommentiert mal fleißig, was ihr hier so davon haltet. Ich muss mich wahrscheinlich immer neu erfinden, sonst wiederhole ich mich. Ich muss irgendwas Neues machen. Und dann habe ich teilweise stundenlang mit Suchen von Videos verbracht, auf die ich reagieren kann, mit Ja, das machen wir ja aber alle. Denen von Videos, die ich machen kann. Am Ende bin ich fast jedes Mal in so eine Art Frustration, tiefes Loch gefallen, in dem ich irgendwie ein komplettes Gefühl von Überforderung hatte. Nicht wusste. Kenne ich, kann ich nachempfinden. Es ist anstrengend. Wie ich weitermachen soll. Und dann habe ich die ganzen Sachen beiseite gelegt, habe dann gefühlt mein Handy rausgeholt, bin auf TikTok gegangen und habe irgendwie den Rest am Handy verbracht. Und das ist etwas sehr, sehr Destruktives. Und man befindet sich dann in so einer Spirale. Dazu kommt auch einfach noch, dass, wenn die Aufrufzahlen so sind, wie sie sind, ich an diesem YouTube-Kanal nichts verdiene. Also ach so. Moment. Also das kann ja fast gar nicht sein, ne? Wenn man hier mal die Abonnentenanzahl, das sind 112... 1000 Abonnenten, 184 Videos, ja. So, dann hat er hier im Schnitt, sag ich mal, zwischen 30 und 55.000 Views auf ein Video, 60.000 oder über 60.000 Views. Also mit einem Video bei 60.000 Views bei den Abonnenten, da hat man schon mal auf jeden Fall zwischen 400 und 600 Euro pro Video verdient. Also so schlecht kann das jetzt ja nicht laufen. Die Einnahmen sich mehr oder weniger, also fast eins zu eins mit den Kosten decken, die ich mit Johannes habe, also die quasi ich Johannes bezahle, dafür, dass er die Videos schneidet, weil ich selber nicht schneiden kann. Und weil ich habe mir alles selber beigebracht. Es gibt zu jedem Einhornfurz da draußen gibt es ein YouTube-Tutorial. Auch zu jedem Cutter-Programm. Ich bin auch kein Mediengestalter. Ich mache meine Thumbnails selber, ich mache meine Reels selber, ich mache meine Untertitel selber, ich schneide selbst. Ich habe mir ein neues Schneideprogramm in diesem Jahr beigebracht, ja. Da habe ich einen Online-Kurs für gebucht und. Also, ich würde mich schon mal alleine aus diesem einen Grund nicht auf irgendjemand anderen verlassen wollen, weil wenn die Person dann krank ist oder man nicht kann oder irgendwie, hängt mein Video und ich kann es gar nicht rausgeben. Und das wäre ja furchtbar, wäre ich ja handlungsunfähig. Und ich bin jetzt seit 22 Jahren selbstständig und habe immer alles eigenverantwortlich gemacht. Ja, ich hatte auch schon mal, als ich Frühstücksfernsehen gemacht habe, wirklich viel darüber dann natürlich auch kam, hatte ich auch jemanden, der mir assistiert hat oder eingestellt gehabt, ja. Also das waren halt auch noch goldene Zeiten, von daher. Aber ich wollte immer alles soweit auch selber können, dass ich mich nicht auf irgendjemand verlassen muss. Und vor allen Dingen greift ja auch dieses Modell dann gar nicht, wenn der Cutter so viel kostet, wie
ich einnehme, dann stimmt ja dieses Verhältnis gar nicht. Dann muss ich ja erstmal selber was machen, um dann sagen können, okay, jetzt bin ich groß genug, jetzt kann ich abgeben, wie das andere YouTuber ja auch machen. Ihr wisst ja auch, ne, es ist alles part of the family, Johannes und Sonja. Wobei also wenn sie part of the family sind, können sie ja nicht so teuer sein. Sonja jetzt zu Team Johannes gehört, aber offiziell natürlich auch zum Team Safe Space, ist ja klar. Und ich merke halt, dass mir dieser Kanal Spaß machen soll. Ich möchte Spaß daran haben. Ich möchte nicht irgendwas zwingen, aber gleichzeitig fällt es mir noch schwer, ein Video hochzuladen, in das ich viel Herzblut reingesteckt habe, was mir total viel Spaß gemacht hat. Teilweise auch wirklich lange dauert, sowohl für Johannes, Sonja als auch für mich. Und man dann nach dem Hochladen sieht, dein Video befindet sich auf Platz 10 von 10 von deinen letzten Videos. Ja, das passiert aber jedem. Das passiert jedem. Man trifft entweder nicht den Nerv der Zeit. Das Thema ist nicht interessant genug. Es ist Urlaubszeit. Es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, wo man das Video hochgeladen hat. Und da kommen so viele unsägliche Faktoren dazu. Das heißt ja, es gibt wenige YouTuber, die so eine starke Community haben, die jedes Video konsumieren. Das macht was mit einem. Ich finde das auch von der Plattform her ein bisschen nervig, dass es so ist. Und ich weiß auch, dass es Phasen gibt und bin jetzt auch seit einiger Zeit in der Therapie und es ist ein großer Aspekt davon ist der Umgang mit der Erwartungshaltung an Erfolg. So, ich bin auch in Therapie seit diesem Jahr wieder und da stehe ich auch dazu. Wir alle haben, ich glaube, jeder hat mal Mental Issues, Downs, wie auch immer, Erfolgsdruck, wie ist die Erwartungshaltung und. Dennoch, sorry, Guy, du machst bei einer Netflix-Serie mit, das hat auf jeden Fall Geld gebracht. Du hast einen Kanal mit 112.000 Abonnenten, 130.000 Abonnenten auf Instagram. Du hast die Möglichkeit, viele Kooperationen etc. Zum Beispiel habe ich alles nicht, ja. Und bedienen auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, auch das muss mal kurz gesagt werden, also und schneide alles selber und mache jedes Thumbnail selber und so weiter. So, du hast ja schon eine gewisse Komfortzone da ja auch geschaffen, wo andere gar nicht erstmal hinkommen. Erfolg ist gemessen an Zahlen, gemessen an dieser Leistungsgesellschaft. Es fällt mir noch schwer, aber ich merke... Aber du bist doch Teil der Leistungsgesellschaft und dieser Gesellschaft und vor allen Dingen der kapitalistischen Gesellschaft mit Kaufsucht und so weiter. Auch, dass das ein Prozess ist und dass man da geduldig mit sich sein sollte, dass diese erlernten, tiefsitzenden Muster, die man hat, was Erfolg ist, worüber man sich definiert oder dass man eben lernt, nicht alles negativ auf sich zu beziehen, auf die Fähigkeiten, auf den Wert, den man als Mensch hat, nur weil die Zahlen schlecht sind. Vermeintlich. Auch das ist ja immer eine Frage der Perspektive und das braucht Zeit, das zu verlernen. Und eine Sache, die mir die Bachelorette, aber auch Princess Charming, Charming Boys, was es auch alles gab, gegeben hat und immer noch gibt, ist Struktur. Ich weiß, dass ich jede Woche, das ist zwar auch stressig, weil ich dann teilweise im Urlaub das machen muss, jede... Mein letzter Urlaub war 2021, aber das kann ihm ja jetzt nicht so schlecht gehen, wenn er auch noch immer wieder in Urlaub fahren kann. Und dann, oh my gosh, im Urlaub ein Video machen muss. Woche, Dienstag, Donnerstag, wann auch immer, mein Video hochladen kann und immer etwas habe, auf das ich reagieren kann. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ich habe jetzt aber in den letzten Wochen gemerkt, ob es die Therapie ist, ob es gerade einfach, weiß ich nicht, es ist mir gerade insgesamt ein Ticken besser geht, dass ich etwas mehr Leichtigkeit empfinde und dass ich im Hintergrund mir schon ein paar Gedanken gemacht habe über Videos, die ich gerne machen möchte. Ich habe mir ein paar Videos zum Reacten rausgesucht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ganz ohne Druck, einfach nur euch mitzuteilen, dass jetzt auch bald wieder Videos kommen. Die okay. Nichts mit Reality-TV zu tun haben. Okay, also erfolgt dann sozusagen seine Inner Passion. Auch wenn ich glaube, dass ganz viele von euch sich dem so ein bisschen verschließen und sagen, ich kann damit nichts anfangen, weil viele das auch vorher gesagt haben und es dann gemacht haben und dann doch überzeugt waren, so wie ich eben auch. Insofern, ich will euch nicht zwingen, aber vielleicht mein kleiner Appell an alle Menschen da draußen, die sich noch nicht rangetraut haben. Schaut euch doch mal zwei... Ja, mein Appell, schaut auch meine Videos. 3 Folgen an von den Reactions und vielleicht gefällt es euch ja doch, ihr habt ja nichts zu verlieren. So, ne? Also ich meine, im Zweifel war es kacke und dann könnt ihr darüber lästern. Weiß ich nicht. Oder eine schlechte Google-Bewertung dalassen. Und das würde aber höchstwahrscheinlich auch wieder sein Ego kratzen. Natürlich ist da auch ein gewisser Frust, weil ich glaube, dass egal wie ich es drehe, ich habe halt das Problem, dass ich viele Themen habe, die mich beschäftigen. Und ich erinnere mich an mein altes Management, auch wenn das furchtbar war, mit denen, die haben...
Nur mal so ein schöner Diss ans alte Management. Tatsächlich mir immer dazu geraten, und ich glaube, es würden wahrscheinlich viele andere tun, monothematisch unterwegs zu sein, sich auf ein Thema zu konzentrieren, weil man dann greifbarer ist für die Gesellschaft. Du bist greifbarer für Marken. Wenn es um Kapitalismus geht, dann bist du eher diese Person. Du bist die Person, die das macht. Du bist die Person, die dafür bekannt ist. Und dann wirst du auch dafür angefragt. Ich habe das nie so gefühlt, weil sich das so anfühlt, als ob man Teile von sich ausschließt, um daran Profit zu machen an dem anderen. Und ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Ich merke zwar auch, dass das finanziell deutlich schwieriger für mich ist, aktuell auch. Okay, ja, dann verkauf die Boxen. Ne, es passieren auch im Hintergrund Sachen, die ihr natürlich nicht mitbekommt, dass es aktuell einfach nicht unbedingt so super easy ist. Vielleicht möchte auch das Finanzamt, wie von mir auch, jeden Monat Geld. Ich ärgere mich jeden Monat am 15. Was das angeht, so die finanziellen Aspekte, aber auch das, es wird wieder bessere Phasen geben. Und darum soll es ja auch eigentlich gar nicht heute gehen. Und dadurch ist es natürlich so, dass ich das hier auf diesem Kanal, aber auch auf Instagram mir ganz, ganz viele Menschen folgen, die ursprünglich fürs Thema vegan gekommen sind. Vielleicht auch für andere Themen dann auf einmal geblieben sind. Die Nachricht kriege ich auch oft, das freut mich auch sehr doll. Aber er könnte ja auch wieder als Arzt arbeiten. Es gibt eben auch Leute, die sagen, die können damit nichts anfangen. Die haben mehr Lust auf die veganen Themen. Andere Leute sagen, die wollen über die Queer-Themen sprechen und nichts vom veganen Thema hören. Auch das passiert regelmäßig. Ich habe auch schon wieder mal vegan Tests gemacht, aber auch die kamen nicht gut an, also von den Zahlen her. Ich weiß, dass... Ja, okay, Vegan-Testing. Weiß jetzt nicht, ich finde so Testvideos auch irgendwie, keine Ahnung. Das ist eine Frage der Perspektive, aber ihr müsst ja auch immer überlegen, wie viel Arbeit steckt man da rein und wie viel... Ja, wie viel Arbeit steckt man da rein, aber es ist ja auch dein Job. Und klar, ich habe auch langsamer gemacht, weil so der August ging es mir halt auch nicht so gut und da habe ich halt etwas langsamer gemacht. Aber jetzt habe ich meine Motivation wieder gefunden und meine Lust und meinen Spaß, aber da muss man sich halt auch ransetzen und machen. Output kommt raus, so. Inwieweit lohnt sich das? Das muss sich ja irgendwie lohnen, sonst macht man ja ein Minusgeschäft und das geht... Ja, dann macht man ja ein Minusgeschäft, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Eben auf Dauer nicht. Und das ist, glaube ich, sowas, was dem verschuldet ist, dass natürlich viele Menschen, die vielleicht auf diesem Kanal sind, weil sie Vegan-Content sehen wollen, jetzt aber denken, boah, keine Ahnung, der macht die ganze Zeit hier Bachelorette und sonst irgendwas, interessiert mich nicht. Die Leute, die Bachelorette gucken, wenn ich auf einmal Vegan-Content mache, sagen sich, boah, ich gar keinen Bock, mir irgendwie so vegane Alternativprodukte oder von DM oder irgendwas anzugucken. Who cares? Wenn ich über keine Ahnung, die Diskriminierung von Transmenschen oder ein Reaction-Video mache, dann habe ich dasselbe Problem, so. Problem in Anführungszeichen. Ja, aber dann baut ihr doch die Community vielfältig auf, mache ich ja auch mit verschiedenen vielfältigen Themen auf diesem Kanal, um euch eben auch zu begeistern. Und genau deswegen, es macht aktuell einfach total Sinn, die Glocke zu aktivieren, weil ihr genau deswegen dann informiert werdet, weil YouTube funktioniert so. Okay. Wenn ihr also wie jetzt YouTube funktioniert, das muss man uns jetzt nicht nochmal anhören. Jedenfalls passt dieses ganze Gejammer und finde ich nicht wieder zu dem, was in dem ersten Reel ist, zu dem Belehrenden. Ach, es ist eine ganz verquere Kombination. Ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Meine Meinung habe ich hier ja kundgetan, dass ich eigentlich davon gar nichts halte. Und jetzt bin ich auf euch gespannt. Bis dann.